Hallo! Hallöchen zu Drakensang. Genau, Es ist wieder Zeit für. Was machen wir heute? Erstmal plündern wir alles, was Aldesia hier irgendwie in irgendwie Mechan hatte. Genau, Aldesia, die rothaarige, bösartige Superagentin, die fast das perfekte Verbrechen geschafft hätte. Genau, wenn wir nicht in der letzten Aufnahme. Folge? Genau, das heißt, das Wort habe ich gesucht. Folge heißt das, Julia. Die Unschuld bewiesen hätten von Salina und dementsprechend beauftragt wurden, Aldesia abzuführen. Ja, wir haben das Urteil dann auch gleich ungefragt vollstreckt, indem wir sie umgebracht haben. Man muss aber dazu sagen, dass sie uns zwei, in Zahlen zwei, Steingolems auf den Hals gehetzt hat. Also sie hat auch so ein bisschen... Ja, aber hat sie das jetzt... Also ich weiß nicht, ob sie das verdächtiger gemacht hat oder... Nee, aber sie hat... Also wer uns Steingolems auf den Hals hetzt, muss damit rechnen, dass ihm das selber auch nicht gut bekommt. Granatapfelfalle. Das finde ich ganz lustig, weil es sieht nicht aus wie ein Granatapfel. Es sieht aus, wie eine Falle. Explodierende Granate. Es sieht aus wie ein brennendes Herz. Aber ein Doppelkunchomer. Wie so ein Emo-Tattoo ist das. Sieht das aus wie so ein brennendes Herz. Ja, stimmt. Nehmen wir mit, dann können wir uns alle ein brennendes Herz irgendwo auf den Oberarm. Ja, voll so Gruppentattoos. Ja, ja. Für die ganze Gruppe. Woo! Ja. Aber die Leute, die bei uns zu Hause im Haus stehen, kriegen nichts ab. Nur die, die wir immer mitnehmen. Ja. Ja, wer nichts leistet, kriegt auch nichts. Entschuldigung. Richtig. So, hier jede Menge Klamotten. Inventar ist voll. Auch so Wüste-Kom-Kram, ne? Ja, ja, also naja, alles so klar. Wüstig. Womit sie halt auch so handeln würde, vielleicht, ne? Genau. Also. Genau, dann am Ende nachher gehen wir dann in diesen Spalt runter. Du hast Spalt gesagt. Hier, siehst du, da liegen die noch. Da liegen die. Haben wir die schon geplündert? Nee, noch nicht. Sollten wir mal machen. Machen wir auch. Denn da hat Aldesia so ein magisches Portal ausgegraben. Das können wir uns ja dann auch bei Gelegenheit mal angucken. Das machen wir. Aber was wir noch machen müssen, ist das Wichtelwirrwarr lösen. Ja, richtig. Bevor wir ins magische Portal Portal gehen. Ah, da kann man reingehen. Oh, du hast was gespoilert, Julia. Ja, nicht das erste Mal. Ich bin ein laufender Spoiler. Das stimmt. Ich mache mir einfach keine Gedanken darüber, ob andere Leute das schon wissen oder nicht. Da ist irgendwas falsch verdrahtet. Ja, mein Gehirn ist sowieso grundsätzlich falsch verdrahtet. Oh, Aldesias Tagebuch. Da können wir ja mal ein Tagebüchlein lesen. Oh ja, das machen wir jetzt. Wir müssen achten, dass ihre Privatsphäre... Ah, sitze ich hier schon eine Woche fest. Das Dunkel und das Gestein dieser Hallen, die Beschränktheit der Zwerge, die war auch noch Rassistin, treibt mich schier in den Wahnsinn. Schon wenn man mit den Tod verdient. Stinkenden Bartmummlern redet, das ist aber eine schöne Beleidigung. Du Bartmummler. Bartmummler. Bin ich ja auch. Mag man denken, die Zeit flösse in Blei, so mühsam quälen diese kleinwüchsigen Kretins ihre Worte geradezu schleichen zwischen ihren von Bier und Tabak und anderen unsäglichen Überresten verklebten Bärten hervor. Auf eine Art, finde ich es echt erstaunlich, wie nah ihr Charakter an dem von meiner Aldesia aus dem Pen & Paper ist. Weil sie ja auch so ein asoziales Arschloch ist. Ja. Einfach so eine unhöfliche, einfach nur so Agententussi, die wirklich sich über sie alle rüber erhebt und nur freundlich ist, wenn sie was will. Ja. Und es ist so geil, wie sie wirklich ihre Zwillingsschwester sein könnte. Es ist der Hammer. Genau, meist sind sie betrunken, bla bla bla. Meist beides alles Eisen, der Stein stoßt mich bis zur Übelkeit ab. Damit ich vor lauter Ungemach nicht anfange, mit mir selbst zu reden, werde ich meinen Missmut niederschreiben. Das könnte noch einmal gefährlich werden. Diese Notizen helfen mir vielleicht auch, dass ich keinen Hinweis übersehe und der Herrin zu drachischer Letzt... Schönes Wort. Ja, einen präzisen Bericht liefern kann und zu meinem Auftrag erfolgreich beende. Aber bis dahin liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Geduld, Aldesia, Geduld. Bald kommt der Tag, wo du wieder im Antlitz der Herrin stehst und anstatt die dreckigen Zwerge ertragen zu müssen, die herrlichen Schuppen, die Grazie und Kraft bewundernd, die brillante, sinnenweitende Intelligenz der Meisterin Malgora. Wisst ihr noch, wer Malgora war? Trinks. Was? Das ist das ist das Ding, was sich in dieses Schuppen-Echsenvieh verwandelt hat. Nee, ja, aber du hast die richtige Assoziation, denn bevor dieses Ding aufgetaucht ist, was sich in dieses andere Ding verwandelt hat, war doch diese Zauberin da, dieses Drachenherz. Ich könnte mich nicht weniger an etwas erinnern als an das. Die mit der nervigen Stimme, mit der komischen Frisur? Null Erinnerung. Nein? Nee. Okay, also ihr wisst vielleicht, wen ich meine. Die garantiert nicht. Also da war irgendeine Zauberin, die war böse. Von den Rittern, von den Silberfellen, diesen Drachenstein klauen wollte und
man hat ihr, der Ritter hat ihr aber eine Fälschung gegeben. Hörst du dir eigentlich auch manchmal selber zu? Ja. Gut. Mantrakim, wie gerne wäre ich eines dieser unendlich schönen, geschuppten Wesen. Oh Gott, die ist ein Furry, nur mit Schuppen. Ein Schuppi. Wesen voller Kampfesmut und Macht, voll Intelligenz und ohne Reue für seine Taten. Doch wie soll ich unwürdig mich wandeln? Die Sagen berichten von einem Artefakt. Der Drachenrüstung. Trägt man sie länger als 5 Monde, so soll sich der Träger in einen Mantrakee verwandeln. Wie gerne hätte ich dieses Artefakt. Doch noch bin ich Mensch. Noch soll ich sein. Wie soll ich in meiner sterblichen Hülle mich Malgorra würdig erweisen? Viel Vertrauen bringt sie mir entgegen und ich muss den Auftrag ausführen bis zum vollen Erfolg. Kleines Fangirl. Echt so. Und voll. Also total der Groupie. Mhm. Die vielen seltenen Waren haben mir hier einen sicheren Platz in Morolosch geschaffen. Meine Tarnung ist perfekt. Es scheint, als gäbe es die ein oder andere Zwergenfrau, die einem aranischen Duftwässerchen oder Fasara-Schmuckstück doch ein wenig Interesse entgegenbrächte. Und ihre stumpelbeinigen Männer sind selten um eine Ausrede verlegen, um einen Grund zu finden, mich aus der Nähe anzuglotzen. Das Gefühl kennt Dennis auch. Mhm. Wieso von stumpelbeinigen Männern aus seiner Nähe angeglotzt zu werden? Achso, ich dachte, ich bin so ein Stumpelbeiniger. Ich habe jetzt das... Gut, hast du nochmal gerettet. Gerade so. Ihr Stumpfsinn geht allerdings so weit, dass sie nicht von ihrem eingeschliffenen Abläufen abweichen. Und so verharren sie in Argwohn und überzogener Vorsicht. Und mir öffnen sich kaum Gelegenheiten, unbeobachtet den einen oder anderen dunklen und verlassenen Gang zu erkunden. Denn dass ich tiefer, unendlich viel tiefer suchen muss, soweit habe ich die Informationen zusammentragen können. Willst du doch alles noch vorlesen? Ich weiß nicht, wie lang es noch ist. Ich glaube. Okay, es ist eine... Ja, ihr habt das... Wir zeigen es nochmal kurz, die Seiten. Ja. Und ihr könnt es selber lesen. Ja, genau. Also, dann kann Dennis nämlich noch sprechen für die nächste Folge. Das, genau, muss nicht sein. Die große Tagebuchstunde ist dann an dieser Stelle beendet. Genau. Sie gibt gleich auf jeden Fall alles zu. Ja, ja? Genau. Das können wir also auf jeden Fall irgendwie... Also sie manipuliert Leute. Mhm. Igan. Trappenfeld, wer auch immer. Ja, der Pilzüchter halt. Warte hier auf meinen Tafel. Goldstadt. Aber zumindest wissen wir jetzt auch, dass die Drachenrüstung uns nach 5 Monaten in einen Drachen verwandelt. Also vielleicht sollten wir sie hin und wieder auch mal wieder ablegen zwischendurch. Ja. Nee, wir haben ja nicht die Drachenrüstung. Haben wir nicht? Nee. Ich dachte, das wäre die goldene Drachenrüstung. Heißt sie nicht so? Du musst auch zu dem, der die Rüstung anhat, ne? Schultern der Flammen, Brustpanzer der Flammen. Für das Fendral? Flamm. Für den Tragen ein Flammkuchen. Flimfla, Flunkel. Genau. Okay. So, ich versuche... Du wolltest den Golem noch plündern. Ja, wo ist der andere? Der ist ja schon weggefault, der andere Golem. Die liegen übereinander. Guck mal, das ist unförmig, was da liegt. Als dass es einer sein könnte. Sandstein. Ja, die brauchen wir, um Schleifsteine herzustellen. Ich glaube, es ist nur einer, oder? Das sind zwei. Ach, okay, es ist nur einer. Ja, okay, es ist nur einer. Dann hat der andere keine Beute. Wenn die keine Beute haben, dann fallen die manchmal. Dann ist das so. Dann ist er jetzt zu Stein zerbröselt. Genau, wir wollten noch das super Rumgewichtel machen. Nachdem wir ich guck nochmal schon, ob es hier irgendwo Truhen gibt oder sowas. Diese Kammer noch erkundet haben. Da ist nichts Spannendes mehr, außer jede Menge Deko-Objekte. Woohoo. Genau, hier ist noch eine Truhe. Da. Mit Falle. Ja. Das. Entschärferi. Das ist bestimmt auch irgendein Zauberspruch. Bestimmt. Fall entschärft. Juhu. Klick. Wow, ein Heller. Den nehme ich mit. Das ist Wahnsinn. Was für eine Geldmasse diese Frau hatte. Dafür hat sie vor allem die Falle in die Truhe gemacht. Für den einen Heller. Und den Fellfetzen. Vielleicht war es ihr Glückspfennig. Bestimmt. Ja, so. So wie bei Dagobert Duck, der erste selbstverdiente Zehner. Der erste, der allererste. So, dann machen wir jetzt erstmal die Wichtelsache. Ja. Und dann gehen wir in den tiefen, feuchten Abgrund. Die tiefe, feuchte Spalte. Das macht mich irgendwie glücklich. Das ist schön. Mm. Dennis ist glücklich. Ja. So, Wichtelei. Wir suchen immer noch die Frau, die unsere Ohrringe haben will. Ja, wir haben ja eigentlich... Ihr erinnert euch, es gibt 4 Schwestern und die haben ein kleines Problem. Genau. Ihnen wurden Schmuckstücke vererbt, aber jeder hat genau das bekommen, was sie nicht haben wollte. Genau. Und jetzt möchten sie gerne so hin und her tauschen über uns als Medium. Als Mittler, weil die sich alles zerschritten haben. Genau, die hassen sich alle. Genau. Und Julia hat abgelehnt, das eigentliche Problem zu lösen, deswegen bekämpfen wir nur das Symptom. Weil man konnte auch immer die Dings noch anwählen, was hat euch eigentlich zerstreiten lassen, können wir das nicht regeln. Ja. Sehe ich aus wie ein Paartherapeut? Nee, eigentlich nicht. Siehste. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere,
die, also drei von den vier Zwergen, die eine war ja hier oben, ne? Ja. Und die anderen beiden waren hier unten irgendwo, oder? Ja, wir suchen aber also, immer noch die eine, die fehlt. Ja, dann müsste die halt hier irgendwo sein. Ja, dann lauf doch einmal im Kreis. Mach ich. Do it. Jetzt muss mein artikulieren wolltest du. Plan of Action mit dem absprechen. Mhm. Das können wir gerne machen, wenn es ein komplexer Kampf ist. Aber jetzt lauf einfach. Nein. Die ist ja, auch ist nicht ja, recht machen. Nein, mehr Kommunikation ist immer gut. Ich bin ja Fan von Kommunikation. Deswegen bin ich auch Kommunikationschef bei der Firma. Ich mag Kommunikation. Jo. Kann man es damit anfangen? Grundsätzlich nichts gegen einzuwenden, ne? Nee. Miteinander reden ist immer gesund. Jo. So, die, nee. Wir reden nicht mit Leuten, die. Vian Roscher? Warte mal. Nein. Das sind die, die wir alle schon mit denen wir schon gesprochen Diota. Haben. Diota, wir suchen warte mal. Diota. Ach, da war nicht. Die eine war hier und die anderen waren dann hier. Ja, dann guck doch mal den Rest des Kreisels da dir an. Ist, ja. Also die beiden sind nebeneinander, die sind einfach. Genau, die andere war an der Treppe, wo es zu Salinas Gemächern hochgeht. Genau. Jetzt suchen wir noch Diota. Und wenn wir sie lange nicht finden, dann sind wir Idiotas. Das sind wir sowieso. Also ich zumindest. Entschuldigung mal. Also uns wurde ja gesagt, die sind wahrscheinlich alle bei ihren Häusern. Ja, und hier sind keine Häuser. Und hier sind jetzt gerade hier hinten keine Häuser, aber kein Vorwurf, ich weiß auch nicht, wo hier Häuser sind. Das also. Ist nur eine Zwergin. Eine das namenlose Zwergin, die ist also unwichtig. Sehr schön. Ich wäre auch gerne hätten diese namenlose Zwerge. Das wäre toll. Hätten wir das geklärt. Vielleicht bin ich, wenn ein Spiel stattfindet hier in Berlin, vielleicht, wenn man über mich hovert mit der Maus, vielleicht bin ich einfach nur Bürger. Ja. Oder so. Das ist gut möglich. Das kann sein. Davon vielleicht habe ich auch einen Namen. Da geht es nicht weiter, glaube ich. Aber man hat ja eigentlich nur einen Namen, wenn man irgendwas zu sagen hat. Und ich habe eigentlich immer eine ganze Menge zu sagen. Also vielleicht habe ich einen Namen. Nee, Zwergin. Das ist auch nur eine Zwergin. Die, da ist die Salina, hat auch nur so dieses selbe. Auch nicht. Vielleicht will uns Salina noch danken mit einem mit einer Gefälligkeit. Ja. Großmütig! Heute Salina! Ich weiß auch nicht so recht, was mache ich jetzt eigentlich? Ich hege keinen Groll. Ja, ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß, Glück. Wir haben Freude einen Ring bekommen. Haben wir? Irgendjemand hat bestimmt den Ring bekommen. Ja, gucken wir nachher mal. Wir müssen eh dann nochmal zum Händler gehen und ein bisschen. Ja. Ballast abladen. Ja. Aber wo ist die Frau, die wir suchen? Das genau. Ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Das sind alles Männer, schwer zu erkennen. Und schon sind wir einmal rumgelaufen. Dann müssen wir uns mal oben durch die Wohnung wieder durch. Cool. Fieseln. Fiesel. So, die kennen wir schon. Ja, genau, das ist eine von den beiden. Ja, genau, und die da unten steht ja, noch eine. Genau, da steht noch eine. Vielleicht steht ja die andere auch noch hier. Wir suchen nach Diota, ne? Ja, Diota. Was ist das? Kiste. Was ist das? Eine Truhe. Sie ist verschlossen. Wir können sie öffnen. Kolga kriegt's nicht hin. Warte mal ab. Noch ist die Probe nicht gelaufen. Kolga kriegt es nicht hin. Kolga kriegt es hin. Dieser Mann, er ist einfach zu gut. Der kann einfach alles. Der Mann, der alles kann. Oh, noch eine geile Lederhose und Spitzhut. Die tragen alle Lederhosen. Ha. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil spitz. Ist warm. Ach, guck mal, das ist sie. Das ist sie! Yes! Die Jutta! Hier, friss den Ohrring! Friss ihn! In dein Gesicht. In ihr Gesicht. Das Dilemma, hier, guck, und hier Ohrring. Hast du. Ah, ich hab die Ohrringe! Halskette. So, wir haben die Ohrringe weg. Halskette will Felika haben. Das genau. Ist eine von den beiden, die da vorne steht. Dann gehen wir das da sind nämlich hin. Die beiden mit F. Das sind Fadelika und Felika. So, Felika kriegt jetzt die Halskette. Das ist die unten, genau. Gib mal her. Gib, was hast du für uns? Ja, hier, bitte, Halskette. Wir haben den Ring erhalten. Den Ring will Fadelika, dass die neben ihr steht. Oben und dann müssen wir nochmal zu... Voll gut, dass ihr nicht miteinander redet, Leute. Darilita. Voll gut. Das wäre jetzt auch einfacher gegangen, ihr beiden Deppen. So, dann haben wir alles. War doch EP für uns, so immerhin. So. Warte mal, das müssen wir mal gucken. Das war hier, da? Ja, irgendwo ja. Da in die Richtung auf jeden Fall. In der zweiten Reihe, aber genau. Na, wenigstens ein bisschen schneller laufen könnte, ey. Ach, Rennen ist überbewertet. Ja, die joggen ja so gechillt rum. Ist ja nicht so, als hätten wir es eilig, als müssten wir die Welt retten oder so. Ja, wenn wir es eilig hätten, dann würden wir jetzt gerade diese Quest nicht machen. Andererseits tragen die alle so viel Metall mit sich rum. Das ist richtig. Das ist irgendwie auch, außer Jost, aber Jost ist auch zart. Zart beseitet. Ja. Kann ich verstehen, dass... war die nicht hier? Geht nicht so schnell halt. Hallo?
Hallo. Madame? Nee, da sind aber Kisten. Nee, gut, nehme ich auch. Dann war sie wohl doch woanders. Verdammt. Nein, sie war hier. Bin ich mir ziemlich sicher. Außer, nee, warte mal, das war die andere Treppe. Aber hier sind Kisten. Entschuldige mal, hier sind Kisten. Ja, eben. Wir sind hier richtig. Ja, wenn hier Kisten sind, sind wir hier richtig. So. Jetzt brauche ich mir nichts mehr aufschreiben zu dem Thema, das ist gegessen. Hattest du schon Abendbrot heute? Nein, das werde ich jetzt kochen, sobald wir hier fertig sind. Okay, was machst du denn Schönes? Nein, das habe ich dir vorhin erzählt. Ja, ich weiß, aber es ist Freitagabend. Ich grille den Rest noch ab oder brate ihn ab in der Pfanne. Ja. Von unserem Grillfest, was wir vor ein paar Tagen hatten. Mhm. Dann gibt es dazu noch so ein bisschen Gemüse, was wir noch da haben und so. Und cool. Brot und überhaupt. Kiste kaputt. Nochmal, jetzt kommen jetzt hin. Ach, deine dünnen Ärmchen können diese Kiste zerstören. Froschenke. Nee, ich nicht. Sind das Franzosen oder sind das Zwerge? Französische Zwerge. Oh Gott! Oh mon Dieu! Baguette, de fromage. Ich kann kein Französisch. Ich spreche kein Baguette, heißt das. Ich hatte 7 Jahre in der Schule und ich habe kein, es ist nichts davon hängen geblieben. Ja, gut. Ich habe es nur gemacht, damit ich Abi kriege. Ich wollte nur Abi, ey. Ich will nur Abi. Ich will Abi. Abi-Hure. Ich will voll die Abi-Hure, genau. Ja. So, wo ist denn jetzt der andere Aufgang? Wo wäre es Ski? Vielleicht auf einfach noch ein zweiter? Hier, der ist es, oder? Kann sein. Ich kann das auf der Karte jetzt nicht zuordnen. Und da ist es immer, Männer hätten den besseren Orientierungssinn. Gehe ich in die richtige In realen Umgebungen habe ich den auch. Ja, hier, aber keine Karten lesen können. Ja, bin ich Geograf oder was? Bin ich nicht. Ich bin Geologe. Du fängst mit Geo an, das reicht mir. Ach, shit. Okay. Also bist du ein Geriatiker? Ja, auch. Okay. Das sind so Doppelqualifikationen. Germanist und Geriatrik. Ich bin auch Gerontologe. Ah, wow. Mhm. Das ist ja stark. Ach, guck mal, wer da steht. Da steht sie. Hallöchen, Darelita. Guck, hier, Amrei, fertig. Kriegen wir jetzt Punkte. Tatsächlich geschafft. Stufe 13. Nehmt euren Pfand. Reiner Wahnsinn. Hihihi. So. So. Gott sei Dank, die Schwestern haben ihr Problem gelöst. Wir müssen auch weiterhin nicht miteinander reden. Alle sind zufrieden. Alle sind zufrieden. Alles ist gut. Wir haben EP bekommen. Wir sind auch zufrieden. Alles gut. Gut, mit diesem gewaltigen Erfolg beenden wir die Episode und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Mit, was tun wir? Dann gehen wir in die dunkle, feuchte Spalte. Ich freue mich. Genau. Großartig. Also, wenn ihr auch dunkle, feuchte Spalten mögt, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr sie nicht mögt, dann bleibt trotzdem dabei, denn es passieren bestimmt noch mehr Sachen, die nichts mit feuchten Spalten zu tun haben. Möglicherweise. Tschüss. Tschüss.